Einen wunderschönen guten Morgen, einen Tag vor dem Wettkampf und ich begrüße euch mit unserem Ausblick aus dem Zimmer und wollte euch eigentlich den Rottweiler zeigen, habe ich ja jetzt mittlerweile gelernt, der hier unter uns wohnt, aber das ist ein bisschen weit weg. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem letzten Video und schon mal jetzt an der Stelle vielen, vielen Dank für alle, die diese Videoreihe gefeiert haben. Ich habe jetzt gerade nochmal Cardio gemacht, nochmal ein bisschen gedehnt, um in den Tag wenig reinzukommen, um den Kreislauf ein bisschen zu unterstützen. Und wir hatten ja ganz am Anfang, wer den ersten Vlog gesehen hat, ein bisschen Probleme mit dem Apartment, weil da kein Schlüssel war. Wir haben immer noch keinen Schlüssel, das heißt, unsere Tür ist eigentlich die ganze Zeit auf. Und wir haben auch keinen Schlüssel, um hier eigentlich das Gym zu betreten. Das heißt, man muss sich immer irgendwie an jemanden dran kletten. Jetzt habe ich aber gerade eben auch erfahren, dass das Gym eigentlich gar nicht mit dabei ist im Preis. Genauso wie der Pool. Das heißt, wir sind hier eigentlich total obdachlos und hoffen, dass uns keiner irgendwie was klaut und dass immer jemand uns mit hier reinnimmt. Ja, bisschen schwierige Situation, aber versuchen wir es jetzt mal mit Humor zu sehen. Wir haben ein wunderschönes Apartment, wir haben ein gutes Bett, wir können uns entspannt auf die Show vorbereiten. Wir haben ein Gym, wir können nochmal durchpumpen, posen etc., dehnen, Cardio machen. Und Montag früh sind wir eh schon wieder auf dem Heimweg, das heißt, heute ist Donnerstag, Freitag ist die Show, nur noch Samstag, Sonntag und vom Montag haben wir ja letztendlich gar nicht mehr viel hier. Wir genießen es trotzdem. Stretching war erfolgreich. Auf geht's zur nächsten Mahlzeit. Heute wird nicht mehr trainiert, nur noch gegessen. Und morgen früh um 9 Uhr ist dann schon das Pre-Stretching und vorher auch wieder Farbe, Make-up. Das heißt, wir versuchen heute wieder sehr früh ins Bett zu kommen. Und morgen früh geht's dann wieder sehr, sehr früh los. Howdy! Wir haben Mittag und kleines Update. Haare sind gewaschen, muss ich gleich noch föhnen. Ich setze mich jetzt noch ein bisschen hier in die Sonne und esse meine vierte Mahlzeit. Fisch, Reisflocken, Mandelmus und Zimt, Banane. Der Tag schreitet so vor sich hin. Wir haben jetzt Mittagszeit und nachher gehen wir dann ja zum Tanning. Bin mal echt gespannt. Wir können ja zur Venue laufen, deswegen mal gucken, wie lang das ist und wie heiß es wird, weil wir befinden uns eigentlich die größte Zeit nur drinnen. Schlafen, essen, chillen, kann man auch mal machen. Jetzt einen Sonnenbrand riskieren wäre nicht ganz so klug. Howdy! Let's go! Alles geschafft. Zwei Schichten Farbe sind drauf. Wir sind registriert und jetzt suchen wir noch Wein. Liebe Grüße aus der Küche. Diesen Busch bändige ich nachher noch. Ich koche gerade mein letztes Getränk hier. Und zwar ist das mein grüner Hafertee, der besonders gut wirkt, wenn man ihn 10 Minuten lang köcheln lässt. Ich bereite hier gerade noch meine Rice Pudding Portionen Vorrat morgen vor. Und meine letzte für heute. Und was ganz witzig ist, wir haben einen Wein to go gekauft im Plastikbecher. Und ja, Registrierung ist gelaufen, war ganz anders. Wir wurden mit Namen aufgerufen, wir wurden klassenweise vorgeholt, also so wie ich es eigentlich auch kenne. Und eine kleine Goodie Bag bekommen. Dieses Mal leider kein T-Shirt. Ja, das Tanning hat auch super gut geklappt. Dieses Mal zum Glück mit Protan. Bin mal gespannt, wie drei Schichten an mir aussehen. Ich hatte bis jetzt immer nur zwei. Aber wir haben gesagt, ich möchte auf jeden Fall dunkel genug sein für meinen Bikini. Ich muss nur gerade hier nebenbei schauen, dass mein
meine Schüssel nicht überläuft. Wir haben gesagt, okay, wir nehmen 3 Schichten, weil das einfach besser ist, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich auch wirklich dunkel genug bin, weil die Konkurrenz bzw. die Mädels, die da auch dabei sind, oftmals sehr dunkel sind. Erstens mal, weil ihr Tanning dunkel ist und zweitens mal, weil sie eine braune Hautfarbe haben. Genau, so ist der Stand der Dinge. Ich habe ein ganz süßes Oberteil gekauft. Damit kann ich dann heute Nacht schlafen. Tan and chill. Und jetzt geht nicht mehr viel. Morgen früh um 5 Uhr irgendwas steht wieder mein Make-up an. Dann ist eigentlich alles von diesem Trip, wo man so lange auch hingefiebert hat, innerhalb von kürzester Zeit vorbei. Aber gar nicht schlimm oder irgendwie traurig oder so, weil ist doch auch irgendwie wieder schön, wenn man weiß, man kann hinter neue Erfahrungen wieder so einen kleinen Haken machen. Einen schönen guten Morgen. Ich bin jetzt schon heimlich und leise auf dem Weg zu meinem Make-up. Und zwar haben wir dieses Mal kein Auto, sondern es ist alles zu Fuß erreichbar. Also das heißt, ich laufe jetzt ungefähr 10 Minuten zum Host Hotel, wo mein Make-up gemacht wird, und neben dem Host Hotel so ungefähr, keine Ahnung, Luftlinie 10 Meter ist die Venue, und da schaue ich dann, ob ich vielleicht ein Stündchen früher meine 3. Schicht bekomme. Dieses Mal 3 Schichten genommen, und ja, bin mal gespannt, ob das jetzt alles klappt. Dann habe ich im Zimmer gelassen, weil er meistens bei den ganzen Späßen irgendwie mit dabei sein darf. Deswegen ja, schaffe ich das jetzt in der Dunkelheit in Texas auch alleine. Jetzt sehen wir uns wieder nach der Transformation. Ich laufe jetzt wieder zurück. Schicht ist gemacht, Gesicht ist gemacht. Ich bin super, super, super happy, und ich glaube, ich weiß, von wem ich mich am Olympia schminken lasse. Jetzt heißt es noch schnell Haare machen, kurz entspannen, und dann werden wir so kurz nach 8 oder vielleicht auch schon kurz vor 8 wieder Richtung Halle tigern. Weil wir sind ja heute als erstes dran und die stellen immer gerne sehr früh auf. Und deswegen, ja, bin ich super gespannt. Nach dem Prejudging ist meistens eh schon alles entschieden. Und ich habe irgendwie mir so überlegt, ich habe irgendwie so Lust, mir heute Abend ein bisschen einen anzutrinken. So mit Whisky oder so vielleicht. Das, glaube ich, brauche ich heute Abend. Aber mal schauen. Ich habe noch keine Pläne. Ich möchte jetzt erstmal zeigen, was ich kann. Und immer wenn ich die Möglichkeit habe, dann halte ich euch auf dem Laufenden. Und wenn ihr nichts hört, ist auch alles gut. Und dann kriegt ihr wieder ein Update, sobald es mir möglich ist. Wir sehen uns nach dem Prejudging.
Liebe Grüße, wir sind zurück im Apartment. Ich berichte euch erfreut, dass ich dieses Mal von über 20 Figurprofis im ersten Callout war. Also ich habe mein persönliches Ziel absolut erreicht und bin sehr, 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 sehr happy damit. Wir sehen dann später im Finale, welcher Platz es geworden ist. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Das heißt, es ist einfach noch mal ein bisschen essen, Füße hochlegen. Wir haben jetzt erst, ich glaube, kurz nach 10. Und dann lassen wir den Abend und die komplette Reise hier definitiv in Texas ausklingen. Ich habe gerade Kekse essen müssen. Und habe die kurz in die Mikrowelle. Ich zeig euch, was das für Kekse sind. Es sind Schoko-Chip-Kekse mit Reese's drin. Und ich habe eine Süßigkeit gefunden, die, wenn ich eine Süßigkeit wäre, dann wäre ich das hier. Achtung. Ich wäre ein Hostess Baby Bun Cinnamon Swirl. Ich schwöre euch, die sind für mich eine 20 von 10. Wenn ich eine Süßigkeit wäre, ich wäre ein Hostess Baby Bun Cinnamon Swirl. Also nach dem zweiten Beutel Rice Pudding und jetzt haben wir fast 4 Uhr. Ich bin den ganzen Tag nur am Essen. Ich will mich auf mein Indisch freuen, aber wenn ich nicht esse und der Tag so vor sich hinschreitet, dann verschwinde ich. Deswegen esse ich mit vollem Mund in die Kamera. Was haben wir jetzt so gemacht? Beziehungsweise was haben wir jetzt so gegessen? Ich habe, glaube ich, 4 Kaffee getrunken. Habe 300-400 Gramm Rice Pudding gegessen. Meine Kekse 2-mal. Meine Hostess, heißt es so. Und auch Nussmus drauf, ganz viel. Also ich habe eigentlich keine Lust mehr, was zu essen. Wenn ich dieses Video anschaue, nächste Woche oder in 3-4 Wochen, wenn wir dann wieder die Zügel ein bisschen anziehen, beziehungsweise ich glaube, es ist nächste Woche dann schon wieder der Fall, dann werde ich mich daran erinnern. Jenny, du hast gesagt, du willst nicht mehr essen. Ja, wir haben gesagt, vielleicht kommen wir noch einen kleinen Tick schärfer für die Arnolds. Das heißt, es muss vielleicht noch ein mini bisschen weg. Ich fange schon total an zu spinnen irgendwie. Daniel hat schon gesagt, was ist los mit dir? Ich weiß nicht, ob das Langeweile ist oder Essen oder Zucker. Ich glaube, das ist der Zucker. Ich dreh durch. Wir haben nämlich uns vorgenommen, wir bestellen heute was entspannt. Wir gehen dann nachher zurück. Ich dusche mich derweil, lassen uns was liefern. Wenn wir was liefern, haben wir immer so ein spezielles Schema oder System. Und zwar ist das, ich suche einen Lieferservice aus, Daniel sucht einen Lieferservice aus und jeder bestellt sich dann bei dem jeweiligen anderen das mit, worauf er Bock hat. Also bei mir ist es Indisch. Er sucht sich dann irgendwas aus mit Burger oder so. So, genug geschnattert. Kurz nochmal hinlegen. Den Rice Pudding habe ich geschafft. Jetzt ist mein Bauch voll. Und ich melde mich dann wieder, sobald ich Updates oder Neuigkeiten für euch habe. And last but not least, number 123 from Germany, Jennifer Zeinert. Take it, gonna take it.
your fifth place award to number 123, Jennifer Zeinert. Hallihallo. Halli. Hallo. Ich bin jetzt fertig. Ich bin schon geduscht. Ich habe etwas auf meinem Schoß liegen, was ich euch unbedingt zeigen möchte. Ich habe ja vorhin schon erzählt oder gesagt, dass ich im ersten Callout war. Und ich war, glaube ich, auf Platz 6 oder so gestanden. Und im Finale haben wir wirklich nochmal versucht, die Form auch, ja, nochmal einen Tick besser zu bringen, zu gucken, was passiert, wenn wir das und das machen, und es ist eine Medaille geworden. Das heißt, ich bin Fünfte geworden. Ich habe mich wirklich unheimlich gefreut. Daniel hat auch gleich gesagt, man hat sofort gesehen, dass du happy bist und dass du dich freust. Ja, ich habe gar keine Worte. Ich bin einfach nur sprachlos. Natürlich wäre mein kleiner innerer Traum gewesen, Top 3 zu machen, aber ich war letzte Woche Siebte, jetzt bin ich Fünfte. Es ist mehr, als ich erwartet habe, und es ist Luft nach oben. Wir wissen ganz genau, was wir zu tun haben. Ich habe letzte Woche als Feedback bekommen, eben auch vom Oberkörper her, einfach noch ein bisschen voller und runder zu werden, Schultern, Rückentiefe, und das hat er mir diese Woche eben auch wieder gesagt. Ich werde morgen mit dem Daniel mal auf die Show nochmal gehen und gucken, dass wir nochmal mit ein paar Leuten reden. Vielleicht auch nochmal mit zwei wichtigen Judges, die auch dort waren. Würde ich auch gerne nochmal einfach quatschen, was sie vielleicht mir noch für einen Tipp geben, oder wie ihre Meinung zu meinem Paket ist. Und ja, das Feedback von den Leuten, die Mädels hinten. Ich gehe wirklich hier aus den Staaten mit einem weinenden Auge, fast ein bisschen größeres weinendes Auge, hier wieder weg zu müssen, als dass ich mich auf zu Hause freue. Ich freue mich wirklich auf zu Hause, aber irgendwie hat mein Herz hier auch seinen Platz gefunden. Das ist wie bei meinem Lieblingsreiseland Thailand. Irgendwo bleibt dann doch so ein bisschen das Herz manchmal an manchen Flecken oder Stellen kleben, und man denkt da einfach immer gern dran zurück. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir in Amerika sind. Definitiv nicht, weil wir fliegen ja sowieso zum Olympia. Das heißt, wir haben jetzt auch gar nichts zu verlieren gehabt. Viele andere, die haben Druck, sie müssen sich noch qualifizieren und Punkte sammeln. Das war für uns nicht just for fun, aber es war schon cool zu wissen, dass man sein Ziel eigentlich da schon hat und das Ganze macht, um Erfahrung zu sammeln. Und die haben wir definitiv bekommen. Ich war diese Woche laut Daniel auch viel sicherer auf der Bühne. Und ja, das hat sich dann eben auch durch diese kleine schöne Medaille wieder gespiegelt. Und das haben die dann auch gesehen, dass wir nochmal ein bisschen was rausgeholt haben. Wir sind unheimlich zufrieden. Wir haben saugeile Bilder von dem Whitman-Fotografie bekommen. Ich habe ihn vor ein paar Tagen gefragt. Ich hatte auch sehr, sehr gerne mit anderen Fotografen, die dort vor Ort waren, auch gern Bilder gemacht, aber das wäre finanziell einfach nicht möglich gewesen. Da muss man Prioritäten setzen. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass dieser Whitman, der die Bilder da gemacht hat, dann irgendwie doch von mir ein Foto hochgeladen hat. Vielleicht zwei sogar. Was steht jetzt an? Wir genießen den Abend. Wir genießen noch unsere Tage hier in Texas. Montag geht's zurück. Das heißt, wir werden jetzt diese YouTube-Serie mit unserer Uber-Essensbestellung abschließen. Ihr wisst Bescheid. Es gibt Freitag, Samstag, Sonntag in unserem Shop team-10hat.shop 15% auf alles, ausgenommen Vayu und den Rabattaktionen, mit dem Code Texas. Also nur noch heute, nur noch morgen, jetzt morgen ist dann Samstag, nur noch Samstag und Sonntag, als kleines Dankeschön, weil wir euch auch wieder ein bisschen was an Liebe zurückgeben wollen. Der ganze Support ist nicht selbstverständlich. Jetzt kommt gleich unser Uber-Essen. Ihr dürft gerne mal raten, was ich bestellt habe und was Daniel bestellt hat.
Ich habe dieses Mal bei dir nichts mitbestellt, weil die hatten keine Chicken Wings. Und du wolltest unbedingt wieder bei Wendy bestellen. Ich habe Indisch bestellt und was wir da bestellt haben, das geben wir euch gleich noch einen kleinen Einblick. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die Platzierung findet, wie ihr die Vlog-Serie fandet, was ihr vielleicht euch wünscht für die nächsten 6 Wochen bis zu den Arnolds, was euch interessiert. 6 weeks out, here we go again, ready to rumble. Es gibt immer was zu verbessern. Die nächste Bestform seht ihr auf den Arnolds, Jenny mit runderen Schultern. Ich sag's euch jetzt schon. Und wenn jemand sagt, man kann nicht von Wettkampf zu Wettkampf besser werden, dann ist es denen ihre Meinung, aber nicht das, was wir können. So, Essen ist da, nicht wie bestellt, sondern, Gott, was haben die da alles reingepackt? Haben die da Entschädigung reingepackt? Ich habe Indisch bestellt. Daniel war ein bisschen unhappy, weil das Essen kalt war. Sie haben seine Chicken Nuggets vergessen. Ich habe extra für uns noch Reis für die nächsten Tage mitbestellt. Deswegen ist das auch so viel. Mal schauen, was wir so bekommen haben. Irgend so eine Teigtasche. Mal schauen, was hier da drin ist. Irgendwas Riesiges in Alufolie. Mein Butter Chicken. Ah, das ist das Naanbrot. Alter, wie viel Naanbrot haben die da rein? Schau mal. Das reicht für 3 indische Familien. Und meinen Reis. Mal schauen, wie das schmeckt. Ich bin gespannt. Sieht jetzt nicht ganz so fancy aus. Sieht viel aus, aber deswegen habe ich mir auch noch was mit Soße mitbestellt. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Ich zeige es euch nochmal von oben. Und dann geht's ab ins Bett. Und wir beenden das Video mit meinem Indian Food Überblick.